Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und willkommen zur Freitagsmarktbesprechung. Natürlich nicht nur die Handelsideen, sondern heute das große Programm. Wie jeden Freitag gibt es ein bisschen mehr als die Handelsideen. Die stehen heute übrigens im Rahmen von Euro, US-Dollar, britischer Pfund, japanischer Yen und Austral-Dollar, US-Dollar. Und wir sehen es schon in der Überschrift auch, die hier für diejenigen, die den Facebook-Stream auch schauen oder das Video im Hintergrund. Euro im Abwärtsstrudel und neuem Jahrestief. Das war ein mega Fake-Out, den wir da oben bei Kursen von knapp 1,15 gesehen haben. Wenn wir sehen, wo wir jetzt hier wieder stehen. Das alles und mehr natürlich. Der Blick in die großen Indizes. Wir gucken nochmal auf Öl und ich hatte das gestern schon avisiert: News-Spezial-Faktencheck für Trader in der Corona-Krise, DAX und Co. Was nützen die massiven Finanzhilfen? Da schauen wir mal in die Details, damit wir so ein bisschen wissen, erstens, was gibt es denn überhaupt an Hilfen? Warum wird das Ganze gemacht? Und was können wir Trader denn davon erwarten? Beziehungsweise, worauf sollten wir entsprechend achten? Das alles jetzt live im Webinar nach dem Risiko hinweisen. Der ist wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und das möchte ich gleich noch verbinden mit der Einladung. Wer mag und hier live zuschaut, wir haben auch immer wieder viele Zuschauer, das wächst, das freut mich auch sehr, sehr schön. Klar, wir können uns hier noch nicht vergleichen mit dem Markus Koch oder so, aber wer weiß, wie das in 20 Jahren hier ausschaut. Wir gucken also hier rein und wer mag, kann gerne eine Frage stellen. Rein in die Chats bitte auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Und dann gehe ich gerne auch auf die ein oder andere Frage. Beziehungsweise hier den ein oder anderen Wunschmarkt ein. Schauen wir auf die Nachrichten für den heutigen Tag. Wir sehen es hier: Heute ist Freitag, der 20. März. Und damit sehen wir hier in Japan, ist Feiertag. Das hatte ich avisiert. Die haben am 20. alles geschlossen. Ja, das ist, wie es ist. Freitag, heute gab es 8 Uhr den Erzeugerpreisindex. Wartet mal, hier fehlen noch die aktuellen Zahlen. Die hole ich natürlich gleich noch mal kurz rein, weil das ist natürlich sehr sehr wichtig, wie sich das Ganze hier entsprechend auch entwickelt. Die Zahlen, wenn wir schon aktuelle Daten haben, dann kriegen wir die auch. Da sieht man immer so ein bisschen den Delay in der Vorbereitung des Ganzen. So, heute gucken wir kurz rein, wie die Zahlen sind. Das möchte ich hier natürlich, wenn wir die Zahlen schon da haben, gleich auch live mit reinnehmen. Da muss ich nur auf den anderen Monitor schauen. So, 8 Uhr haben wir es gehabt. Wir haben gesehen, Erzeugerpreisindex, Prognose war minus 0,1%. Aktuell das Ganze für den Monat Februar bei 0,4% minus. Also unter den Erwartungen eine rote Zahl. Was wartet heute noch auf uns? Erstens, heute ist großer Verfallstag. Der erste in 2020 heißt... Es könnte ein bisschen lustig bei den Indizes werden. Die könnten hoch und runter gehen, je nachdem, wohin der Markt gezogen werden soll, um bestimmte, ja, sage ich mal, Dinge nicht passieren zu lassen oder eben doch passieren zu lassen. Da wirken ganz oft Kräfte, die am Ende das Bild verfälschen können. Deshalb das Ganze bitte immer auf der Uhr mit haben. Am Nachmittag dann um 15 Uhr gibt es aus den USA die Verkäufe bestehender Häuser. Wichtig das Ganze damit der Markt dort auch einschätzbar sind. Das sind ja immer die Dinge, die auch in die Wirtschaftsberichte hier entsprechend mit einfließen. Und dann, ja, so viel ist heute nicht. Heute Abend gibt es die CFTC-Reports, also die COT-Reportings für die aktuelle Woche. Das war's gewesen. Das Ganze hier zu ein paar planbaren Nachrichten. Wir sehen es hier in den Märkten. Großbritannien äh, fehlt hier heute, beziehungsweise da kam nichts gewesen oder da ist nicht wirklich was gewesen. Japan ist zu. Das ist das Gröbste für die Währung, die wir heute anschauen. Aber bitte an dieser Stelle auch jeder Trader, der andere Währungspaare tradet, immer schön auf die Nachrichten schauen, was so kommt, damit man nicht negativ überrascht wird. Manchmal ist es auch positiv, aber es ist besser, wenn man vorbereitet ist. Wir machen mit den Nachrichten noch ein Stück weit weiter und blicken mal kurz auf die Termine dieser Woche zurück. Und da sehen wir wichtige Sachen, nämlich das Thema auch Zinsentscheidung von Notenbanken, beziehungsweise auch Nachrichten von Notenbanken. Wir sehen es hier. Beispielsweise Neuseeland hat die Zinsen entsprechend gesenkt hier. Das Ganze war hier durch. Gut, fett ist ja, ist ja sozusagen ähm, vorgezogen worden. Da gab es auch eine ordentliche Zinssenkung. Dann hat man hier noch Pressekonferenzen. Allesamt ziehen hier momentan an einem Strang. Die versuchen, da kommen wir im zweiten Teil heute dazu die Auswirkungen der Corona-Krise natürlich so gering wie möglich zu halten. Die sind natürlich massiv, aber es kann halt alles noch anders kommen. Deswegen ja, versucht man hier natürlich ordentlich gegenzusteuern. Ansonsten, wir hatten es diese Woche auch ein paar Wirtschaftsnachrichten gehabt. Aus Großbritannien gab es für den Monat Februar zumindest relativ gute Zahlen vom Arbeitsmarkt. zew Konjunkturindex, der war grottenschlecht, minus 49,5. Das war wirklich ein megamäßig schlechtes Ergebnis. Ich meine, der Markt oder die Analysten haben mit einem Rückgang gewartet. Wir waren oder erwartet. Wir hatten das Ganze hier im Vormonat bei 8,7 im Plus stehen. Das sind jetzt die Märzzahlen, die heute gekommen sind. Das ist schon heftig, wie es hier nach unten ging in den USA. Auch dort gab es negative Nachrichten zum Thema Einzelhandelsumsätze. Wir sehen es hier auch rote Zahlen, minus 0,4 bzw. 5%. Das ist nicht, eine, das ist keine gute Sache. Positive Nachrichten gab es hier für den Januar zumindest bei den scholz Stellenangeboten. Das wird dann interessant werden, wenn wir die Märzzahlen bekommen und die Corona-Krise erste Spuren der Auswirkungen hat. Mittwoch, was haben wir bekommen? Baugenehmigung in den USA etwas rückläufig. Rohöl. Lagerbestände hier um 15.30 Uhr. Ja, die sind nicht ganz so stark angestiegen, wie das Ganze erwartet worden ist. Aber wir haben auch hier wieder eine Zunahme gehabt. Also der Ölverbrauch schränkt sich durch die wirtschaftlichen Situationen natürlich auch immer so ein bisschen ein. Ähm, wobei diese Zahlen, man muss auch immer schauen, was reinkommt. Aber wichtig ist einfach, wir haben momentan auch den Ölmarkt massiv unter Feuer. Da kommen wir auch nachher noch mal ganz kurz drauf ein, was das für wirtschaftliche Auswirkungen für die Weltwirtschaft hat. Ansonsten hier aus Australien für den Monat Februar gute Arbeitslosenzahlen. Das ist sehr gut gewesen äh, hier an dieser Stelle und der IFO Geschäftsklimaindex hier, das ist also heftig. IFO Geschäftsklimaindex auch ein ganz, ganz spürbarer Rückgang. Also auch da merkt man die Bremsspuren und das sind übrigens hier auch die Daten für den Monat März. Bank of England hat auch die Zinsen gesenkt und dann aus den USA auch wieder ein Blocker hoch 10. Der Philly-Fed Herstellungsindex sehr, sehr schlecht auch ausgefallen. Wir standen im Vormonat also im Februar bei 36,7. Ich hatte das gestern schon avisiert. 10 äh, sind erwartet worden. Minus 12,7 waren es tatsächlich für den März. Holla, die Waldfee. Da merkt man ordentlich die Spuren auf dieser Geschichte und damit machen wir die Nachrichten heute in diesem Reigen gleich einmal noch voll. Heißt an dieser Stelle, wir schauen mal auf die Termine für die kommende Woche. Die wichtigsten hier nur im Überblick, also hier auch nicht immer alles vollständig. Das heißt, wir bekommen hier am Dienstag nächste Woche oder beziehungsweise in der ganzen nächsten Woche gibt es immer mal so Einkaufsmanager-Indizes und so weiter und so fort. Das heißt, das geht jetzt los. Dienstag Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Das Ganze dann aus Großbritannien. Den Einkaufsmanager-Index hier an dieser Stelle. Stelle auch und aus den USA gibt es die Verkäufe neuer Häuser. Äh, Mittwoch haben wir die Zinsentscheid äh, der Neuseeländischen Notenbank dann haben wir hier den ifo geschäftsklimaindex für März, den gibt es um 10 Uhr am Dienstag, auch da rechnet man schon mit einem Rückgang, das sind dann sehr aktuelle Zahlen, das bleibt auch sehr spannend, Verbraucherpreise gibt es aus Großbritannien, Rohöllagerbestände, Auftragseingänge aus den USA und dann haben wir nächste Woche noch die Zinsentscheidung der Bank of England auf der Uhr, das BIP aus den USA und die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien, also die Latte ist lang und das sind alles Dinge, wo man einfach mal sieht, welche Auswirkungen jetzt aktuell die wirtschaftlichen Rahmendaten bekommen durch die Einschränkung im Falle der Corona-Auswirkungen. Das zu den Nachrichten und damit schalten wir jetzt mal rüber in die Charts hinein. Das heißt an dieser Stelle natürlich zuerst einmal der Blick hier in die heutigen Handelsideen. Wir starten mit dem Währungspaar britisches Pfund japanischer Yen. Hier natürlich verortet in einem Abwärtstrend. Ich gehe mal ganz kurz auf das ganz, ganz große Bild. Hier sehen wir es. Der Markt ist hier definitiv auch abwärts gerichtet. In der Woche sieht man es halt auch schön. Der Markt hat hier im, ja, zum Jahresstart sozusagen nochmal versucht, diese alten Hochs hier oben anzutesten, ist da oben abgeprallt und dann schön nach unten gelaufen und das ist das, was wir jetzt auch auf Tagesbasis sehen, mit diesem sehr, sehr dynamischen, starken Trendverlauf nach unten, die massive Bewegung hier, die hat selbst an diesem Low, das wir hier im Juli letzten Jahres gesehen haben, kein Halt gemacht, da ging es einfach drunter, ich sage immer so schön, wie ein heißes Messer durch die Butter, da war nichts, es fand das Ende erst bei Gut 124 japanischen Yen. Da kommt jetzt allerdings ordentlich Dynamik rein, und das ist ein Grund, warum ich sage: Hier müssen wir einfach mal hinschauen, was jetzt passiert, weil wieder mal das Thema. Verortung. Ich meine, wir können jetzt natürlich nicht mehr davon ausgehen, dass wir hier unten hätten reingehen können. Hätte, hätte Fahrradkette, ja, ganz klar. Wer sozusagen hier da nicht live an den Monitoren sitzt, der bekommt sowas nicht mit. Dann gehen wir halt von der aktuellen Situation aus. So, Guys, wir können ja immer wieder traden und da müssen wir uns einfach ein paar Punkte suchen in den Charts, die für uns als Anlaufpunkte interessant sein könnten. Und was sind das für Marken? Nummer 1, das sind Widerstände und alte Drehpunkte. Das ist das das eine und wenn wir dort Abpreiszenarien bekommen, dann können wir einfach aus der Korrektur in Richtung des bestehenden übergeordneten Trends handeln oder aber wenn wir merken an einer solcher Marke kommt weiter Kaufdruck rein, das heißt der alte Verkaufsbereich wird überwunden, das ganze dehnt sich nach oben aus, dann können wir natürlich in den kleineren Zeiteinheiten die Schnäppchenjäger sein und sagen, okay, wenn jetzt hier wirklich Dynamik reinkommt und bis zum nächsten Punkt ist genug Luft noch da und die Korrektur wird aufgrund der hohen Dynamik weiter ausgedehnt, dann machen wir einfach den Handel in der Korrektur, da suchen wir uns halt den Trend der untergeordneten Zeiteinheiten und traden den, ja? Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an hier mit Blick auf diesen Chart nach oben hin gesehen, ist natürlich bei Kursen über dem gestrigen Tageshoch der Korrekturausdehnung erst einmal nichts im Wege zu stehen. Das heißt, da kommt es zur Ausdehnung, wenn wir über das Hoch von gestern drüber laufen. Und die Anlaufpunkte, die wir haben, wir sehen es hier oben, der nächste Verkaufsbereich, den wir hatten, also der Widerstand, den haben wir hier um 130, 400. Fliegt der Markt dort einfach drüber, dann ist der Weg nach oben relativ gut frei. Den nächsten größeren Verkaufsbereich haben wir hier oben bei 137, 1, Dann haben wir hier noch so ein kleinen Zwischenpunkt bei 131,25. Das gucken wir uns jetzt mal eben kurz in der kleineren Zeiteinheit hier an, das ganze schön im Stundenchart und da sehen wir es halt, dieser Bereich hier um das kleine Zwischenhoch bei 131,25. Das ist irgendwo auch der Drehbereich des alten Ausbruchsbereichs. Das heißt, das kann man mal gedrost zusammennehmen. Und wenn das Teil ordentlich überschlagen wird, dann kann man sich nach oben orientieren. Und da schaut man mal hier oben um die 137,150. Das ist der Bereich, den ich meine. Da haben wir hier im Stundenchart ersichtlich schönen Verkaufsbereich. Hier oben hat zuerst das Ganze Unterstützung gegeben. Dann sind wir drunter gekracht. Das hat zur Fortsetzung des Aufw Abwärtstrends geführt. Dann gab es nochmal den Retest und der hat ordentlich versagt und das Ganze hier zum Umdrehen nach unten auch gebracht. Und deswegen fliegen wir hier oben drüber, über die 131, 250, haben wir die Chancen zur Oberseite offen. Und da können wir gleich mal noch ein Stückchen weiterschauen hier zwischendrin. Da gab es natürlich hier noch den Anlaufpunkt, da können wir uns wirklich schön an diesen, sag ich mal, Swing Highs hier, also aus der Abwärtsbewegung hier an den Korrekturhochs orientieren. Und da haben wir halt hier um die 134,3 noch einen Zwischenliegen. Die Marken haben wir da, das ist das Thema Korrekturhandel und das wird gleich oder bald entschieden. Hier ist der Drehpunkt, prallen wir unten drunter ab, dann haben wir eine gute Chance gleich wieder runter zu laufen, ansonsten Korrektur, Ausdehnung. Und bei der Frage, gleich wieder runter zu laufen, wo können wir denn hinlaufen, da müssen wir einfach mal in den Wochenchart schauen und da haben wir im Wochenchart, wenn wir tatsächlich unter das Jahrestief wieder drunter fallen, den nächsten Anlaufpunkt deutlich tiefer unten liegen. Hier schaut mal, da müssen wir unten reingehen in die Marke um die 119 hier. Das ist das Low, was wir gehabt haben im Jahr 2016 und das hat hier drüben im Jahr 2000 und, wann war das gewesen? Zwölf auch schon mal Relevanzen gehabt. Da sieht man, da ist noch einiges an Potenzial zur Unterseite da und das Ganze kann natürlich immer gespielt werden. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier den Entry nicht verpassen und dafür sprechen wir ja hier morgens immer wieder in den Webinaren über die Setups, das hier im Währungspaar Britischer Pfund Japanische Yen. So, dann gehen wir zum ja, mega Bären. Austral-Dollar, US-Dollar, der hat uns auf der Unterseite in letzter Zeit, boah, Leute, das war ein Spaß, das Teil zu traden, eine feine Geschichte. Aber jede feine Geschichte hat auch mal ein Ende, beziehungsweise kommt zwischendrin mal zu einer kleinen Pause. Und die kleine Pause, die sehen wir jetzt hier. So, jetzt schauen wir aber erstmal, warum ich hier so freudig in die Währung reinschaue. Und das hat einfach was damit zu tun mit diesem Rutsch nach unten hier. Das war doch, meine Güte, unglaublich, was da für eine Dynamik nach unten rein sich entwickelt hat. Schaut mal, als der Trend sich hier unten fortgesetzt hat was dann passiert ist, es ist unglaublich und wir müssen hier jetzt wirklich schon mal äh, auch weit zurückschauen im Monatschart, um einfach mal zu sehen, guckt euch das mal an, die leichten Unterstützung, die wir hier hatten. Leicht, so leicht sind die gar nicht. Wir gucken uns hier im Monatschart an, haben alle nicht gehalten. Der Markt ist hier unten im Low bei 0,55 zum stehen gekommen. Irgendwo im nirgendwo bricht das Teil aus der Korrektur nach unten wieder durch. Da haben wir natürlich den Weg nach unten hin offen, aber wir haben jetzt Korrektur und die können wir ja gut zum Traden nutzen. Freunde, wir müssen hier einfach nur hinschauen und das Ganze mal kurz im Tagesschat angeguckt. Wir sind hier brutal nach unten gelaufen und jetzt sehen wir halt die Gegenbewegung. Und was jetzt an dieser Stelle wichtig ist, ist, wie verhält sich denn diese Korrektur? Anlaufpunkte auf der Oberseite sehen wir. Wir haben ein bisschen Kleinzeugs hier, das kann man aber getrost zur Seite wischen, unten drunter bei 0,60,29. Wichtiger ist hier die alten Ausbruchsbereiche. Also, der hier um die 062.9. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Und da haben wir doch ordentlich Potenzial. Zumindest erstmal bis dort hoch. Fliegt das Teil da oben drüber. Dann kommt als nächster Anlaufpunkt die 064.3. Das ist das Trendfortsetzungslevel hier auf Tagesbasis. Und wenn darüber immer noch nicht Schluss ist, mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn wir sowas erleben, dann hier oben. Der alte Ausbruchsbereich hier aus diesem größeren Bild um die 0667. Da ist eine Menge Fleisch am Knochen, was man nach oben mit nach Hause nehmen kann. Und deswegen, wir gucken hier mal in die Stunde rein, damit wir sehen, was los ist. Und hier sehen wir mittlerweile einen Aufwärtstrend. Und ich habe jetzt hier mal die Trenderkennung drinnen gelassen, damit man hier auch weiß, was man tradet. Na, wir sehen es hier. Hier, das ist der übergeordnete Trendverlauf. Das ist der Abwärtsschub, der letzte, den wir gehabt haben. Und hier sehen wir den Trend, der hier nach unten läuft. Und dieser Trend hat hier, dieser Bewegungstrend, hat hier oben sein letztes Zwischenhoch gehabt, also 060,29. Da müssen wir erstmal drüber. Dann haben wir nämlich hier diesen momentan gültigen Aufwärtstrend in die Situation verbracht, dass wir tatsächlich eine tiefere Korrektur sehen können. Das wäre mal der erste Bereich. Und das gilt es jetzt wirklich einmal anzuschauen, weil dieser Trend hat Potenzial. In die oberen Regionen reinzulaufen. Sollten wir allerdings hier schon abprallen, wäre das ein massives Schwächezeichen. Das heißt, wenn der Markt hier nach unten wieder rumdreht, dann haben wir den Weg natürlich hier Richtung Zwischentief oder aktuellem Jahrestief bei 0,55 definitiv die Tür sperrangelweit offen und das Ganze nach unten zu sehen. Ansonsten, wie schon gesagt, Korrektur, Ausweitung, wir können uns schön nach oben hin orientieren. Ich kann das Ganze auch mal kurz, um ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen, im 4-Stunden-Chart auch zeigen. Da sehen wir. Diese Level natürlich auch. Hier dieses kleine Zwischenkorrektur hoch. Hier den Schub nach oben und wie schon gesagt, wenn wir hier drüber laufen, dann kommt es schön zur Korrekturausweitung und das ist ja das, was wir sehen wollen und wie schon gesagt, Anlaufpunkte, wir sehen es hier im 4-Stunden-Chart schön, das alte Ausbruchslevel bei 0,629 bzw. hier haben wir auch das kleine Zwischenhoch am Abwärtstrend hier, am Bewegungstrend bei 0,6325 und dann kann es Stück für Stück nach oben gehen, hier Ausbruchslevel, also es ist nach oben einiges da, was wir hier Durchaus für einen Trade auf die Long-Seite nutzen können. Und wenn es rumdreht, wissen wir, wer nach uns verkauft, wo die Orders liegen. Das Ganze können wir dann sehr schön nutzen. Sehr schön nutzen kann man auch die starken Kursbewegungen, die wir momentan im Euro-US-Dollar sehen. Ich hatte das in der kleinen Vorankündigung ja schon mal gesagt: hier die auf Deutsch gesagt Verarscher, die wir am Markt immer mal erleben. Und das ist etwas, was man im Euro-US-Dollar in der Vergangenheit schon oft genug gesehen hat. Ähm, Einfach mal zu sagen, wir lutschen den Markt einfach mal nach oben aus, soweit wie es geht. Das sind sogenannte Fake Outs. Hier sind wir in den Abwärtstrend oder über das letzte Hoch des Abwärtstrends auf Wochenende, auf Wochenbasis reingelaufen. Nur um dann bam, den Ballon platzen zu lassen und dann fällt das Ding wie ein Stein. Und zwar unter das aktuelle Jahrestief. Wir hatten hier das alte Trendtief bei 07, äh, bei 107 knapp 8. Hier, wir sehen es im Tief, standen wir unter 1066, da war der Markt nach unten deutlich unterwegs gewesen. Und das Ganze hat man natürlich so schnell gesehen. Hier, zack, es ging zwei Wochen hoch, jetzt zwei Wochen runter und alles ist futsch. Gucken wir mal noch kurz auf das, was kommen kann. Laufen wir hier entsprechend unter das Wochentief irgendwann wieder drunter. Dann haben wir unten hin ein paar Anlaufpunkte. Wir sehen es hier unten stehen an diesen alten äh, Monatstiefs, die wir hier unten haben. Die Marken um die 1,057 bzw. hier die 1,0498 und hier unten das Low bei 1,0346. Diese Marke haben wir unten drinnen. Bis dahin ist noch ein bisschen Platz. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit der laufenden Gegenbewegung und das ist das, was wir jetzt. Aktuell hier im Tageschart auch schon ersehen können. Der Markt dreht rum, er kommt von unten raus nach dem Test. Beziehungsweise dem neuen Jahrestief, was wir heute Nacht gemacht haben, schiebt es den Markt nach oben. Wir haben hier den letzten Ausbruchsbereich mittlerweile überschritten. Aber in diesem Währungspaar auch haben wir eine extrem hohe Dynamik. Wenn man das mal sieht hier, hier hat sich untergeordnet. Die Trenderkennung zeigt es schön an. Ich hoffe, man kann es im Video auch sehen. Das ist der Abwärtstrend, den wir schön auf der Stunde sehen. Und der wird gerade korrigiert. Und wenn wir uns die Korrektur anschauen, dann sehen wir, dass die Anlauflevel deutlich weit weg liegen. Und das hat einfach mit der hohen Volatilität zu tun. Tun. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, wichtig wäre, erster kleiner Zwischenanlaufbereich, dass wir hier über dieses Zwischentuch hier, also hier ist ja ein kleiner Bewegungstrend drinnen gewesen, der ist hier unten schon rausgenommen worden und wir schieben jetzt drüber, dass wir hier diese nächste Marke auch rausnehmen. Das ist dann ein gutes Zeichen dafür, dass wir eine Ausdehnung der Korrektur über die Oberseite bekommen und dann können wir uns schön mal die wichtigen Anlaufpunkte raussuchen. Bekommen wir hier eine dynamische Gegenbewegung an dieser Stelle, haben wir hier die Swing Highs um die 1,098. Hier den Ausbruchbereich um die 1,105 und als nächstes hier dieser Hochbereich um die 1,1228. Yeah, nobody knows what will come in the future. Das heißt, wir werden sehen, was passiert. Wir können aber hier schöne Setups planen, die wichtigen Marke Hammer. Definitiv im Spiel und es würde mich nicht wundern, wenn wir hier eine ausgedehnte Überdehnung zur Oberseite hinbekommen. Die Shorties haben ja viele, viele Gewinne gemacht. Möglicherweise wird man hier zum Wochenende ein bisschen was mitnehmen. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Eins sollte man allerdings auch im Blick haben: Wir sind jetzt schön tief nach unten gelaufen. Wenn wir jetzt eine schöne Korrektur bekommen, die Umkehr in der Korrektur zur Unterseite hin, die ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Die haben wir heute noch nicht. Das heißt, heute liegt der Fokus erstmal wirklich auf der Korrektur in dem Ganzen. Und das Ganze, wie ich schon gesagt, hier als nächster Anlaufpunkt mal hier in diesem Bereich an diesem Hoch, was wir hier drin haben. Ich mache das einfach mal hier ran. Also die Marke von ungefähr 1,084. Da wird sich das erste, sag ich mal, Quäntchen zeigen, ob wir tatsächlich drüber wollen oder nach unten abprallen. Und danach geht es weiter. Es würde mich halt nicht wundern, wenn der DAX heute stark steigt. Aufgrund des Verfalltages, dass der Euro hier nicht weit läuft und dann direkt wieder rumtritt. Aber sollten wir doch eine ausschweifende Korrektur bekommen, dann denke ich mal, werden wir auch relativ flott. Die Umkehr hier wieder in den Morning readings besprechen, hier im Euro-US-Dollar. Damit sind wir mit den Handelsideen so weit durch und wir können uns mit den weiteren Themen beschäftigen. Das heißt, wir gucken jetzt mal in die Indizes rein. Ich gucke auch in die Chats mal eben. Fragen sehe ich hier momentan nicht. Nochmal die Bitte, wer eine Frage hat, bitte rein in die Chats. Den ein oder anderen Wunschmarkt kann ich hier natürlich morgens immer auch ein Stück weit mit reinnehmen. Wir blicken jetzt ans nächstes Mal. In den DAX. -Sop. Hier haben wir den DAX-Chart, allerdings noch ziemlich nackig. Das heißt, ich lege hier mal schnell noch den Stereo-Trader. Ne, der Stereo-Trader ist drin. Ich lege hier mal schnell noch das Trenderkennungstool mit rein. So, da haben wir es dann. So, alles klar. Okay, gut. Das dazu, wo ich das jetzt hier noch vorbereite, ich sehe gerade noch eine Frage gestellt wegen dem Video von gestern. Wir hatten gestern ein technisches Problem im Streaming auf Facebook. Das Video, der Stream wurde unterbrochen. Meine Facebook-Zuschauer hier, die haben das ja mitbekommen. Und das Video, was aufgezeichnet worden ist auf Facebook, das lief nur gute fünf Minuten. Dann ist der Stream abgebrochen. Und in dem Atemzug ist dann auch gleich die Aufzeichnung sozusagen abgebrochen. Wir haben allerdings eine Aufzeichnung vom GoTo. Webinar, von der GoToWebinar-Übertragung. Ich habe das schon unserer Technik in Limassol äh, gesagt, die laden hier mir in Kürze das Video hoch und ich werde dann sozusagen das Video von gestern auch nochmal äh, sozusagen zur Verfügung stellen. Das stelle ich in unseren YouTube-Kanal mit rein und das wird dann auch sozusagen im Blog-Eintrag mit drin stehen. Ich zeige euch gleich mal, wo ihr das finden könnt hier an dieser Stelle. Also geht einfach mal auf die Website von Tickmill. Das ist übrigens für alle, die hier zuschauen, eine interessante Website. Schaut da einfach mal rein. Einfach draufgehen auf tickmill.com co.uk also, äh, co dann klickt ihr hier auf deutsch einfach mal drauf und dann habt ihr hier den Blog-Eintrag und im Blog stelle ich immer die Videos vom laufenden Tag auch dran und dann entsprechend kann man hier nochmal in den gestrigen Tag reinschauen und wie schon gesagt da steht momentan steht hier jetzt noch das Video von gestern drinnen das ist nur das kurze Video sobald ich da das neue Video habe werde ich das hier hochladen ich gebe da auch den link natürlich auf Facebook frei Beziehungsweise lade das Video auch auf Facebook hoch und dann kann man sich das Ganze anschauen. Das dazu, manchmal macht die Technik halt den Strich durch die Rechnung. Das Ganze dazu. Und damit gucken wir jetzt mal in den DAX rein und wir sehen, was hier passiert ist. Wir gucken uns, ich mache mal ganz kurz die Trenderkennung raus, die brauche ich jetzt nicht. Was wir uns jetzt mal anschauen, ist ein bisschen so im DAX das nähere Bild. Heißt an dieser Stelle, wir schauen mal in das, was hier im Detail passiert. Was wir sehen ist. Ganz klar, die Ausbruchsbereiche, die wir in der Vergangenheit hatten, die heftigen, die wichtigen, hier, der letzte Ausbruch ist Vergangenheit. Hier, diese Marke hier, die, dieser kleine Kaufbereich ist Vergangenheit. Dieses Tief hier unten um die 11.400 Punkte ist Vergangenheit. Was ist nicht Vergangenheit? Das, was noch kommen kann. Da gucken wir mal ganz kurz auf den Monatschart drauf, beziehungsweise ich glaube, hier reicht es bald, wenn wir uns den Wochenchart mal ein bisschen näher anschauen, um zu sehen, wo wir hinkommen können. Dann zoome ich mal eben kurz ein bisschen kleiner, damit wir sehen, was wir haben. Nee, wir kommen hier in der Historie gar nicht weit genug zurück, wenn man mal sieht, wo man reingelaufen ist. Also wir haben, ich sage es an dieser Stelle jetzt mal, viel Potenzial zur Unterseite noch nach unten hin da. Die alten Tiefs sind natürlich immer wieder machbar. Ich hole gleich mal noch einen anderen Chart rein. Was ich jetzt an dieser Stelle ein Mal beleuchten möchte, ist die Tatsache, okay. ähm, was wir hier an dieser Stelle jetzt sehen. Die Marke, wo wir jetzt hier unten standen, um die 8000 Punkte, wir standen ja im Low deutlich unter 8000 Punkte bei 7961 Zähler, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen. Die Marke von 8000 Punkten hat auch psychologisch eine sehr, sehr hohe Wertigkeit gehabt und da sehen wir jetzt an dieser Stelle natürlich auch mal irgendwann eine, eine massive Gegenbewegung. Und diese Gegenbewegung, die sehen wir jetzt hier aktuell im Tageschart. Wir sehen es hier unten, wir kamen aus den alten Sozusagen Tiefs, die wir hier geschrieben haben, rauslaufen jetzt entsprechend schön nach oben hin. Und was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns einfach mal nahe Anlaufpunkte an, wo die korrektive Phase ranlaufen könnte. Das heißt, wenn wir uns das Gesamtbild hier jetzt mal anschauen, dann sehen wir hier schon so ein paar Marker hier im untergeordneten Bereich. Also dieser hier um die, äh, was haben wir hier? 10.300 Punkte Marke, das ist auf alle Fälle da. Dann haben wir hier unten drinnen liegen noch ein Gap-Bereich, beziehungsweise hier oben. Ich markiere das einfach mal alles so ein bisschen, was durchaus wichtig sein könnte. Also dann dieser Gap-Bereich hier in diesem Bereich hier, also die 11.600 Punkte-Marke, 11.700 Punkte-Marke, dann hier dieser Bereich dieses Gaps, der ist durchaus auch interessant. Das sind die Anlaufpunkte, die wir jetzt zur Oberseite haben und ganz klar auf ein was müssen wir uns auch ausstellen. Dieses Tief hier unten, das wird wahrscheinlich noch nicht das letzte gewesen sein. Da kommen wir aber später noch mal drauf, wie wir das Ganze hier sozusagen umsetzen können. Was wir jetzt sehen für die Gegenbewegung und da gehe ich mal in die etwas kleineren Zeiteinheiten rein. Da sehen wir halt, dass sich jetzt hier schon in der kleinen Zeiteinheit in der Stunde ein Aufwärtstrend gebildet hat und dieser Aufwärtstrend ist natürlich jetzt hier in der Lage, weiter nach oben zu laufen. Wir sehen es aber schon, und das ist der wichtige Fakt, der wichtige Bereich, den wir hier erst einmal rausnehmen müssen, das wäre diese Marke hier. Also mal deutlich über die 9000 Punkte, 9100 Punkte drüber laufen, weil, jetzt mache ich mal die Trenderkennung hier raus, das, was wir hier nach unten gesehen hatten, schaut mal, hier war ein Tief, hier sind wir in das Korrekturhoch reingelaufen und bis hier unten hin hat uns die Bewegung sozusagen getragen. Heißt also, hier haben wir das letzte Korrekturhoch und da müssen wir mit diesem jetzt kleinen laufenden Aufwärtstrend erstmal drüber, dass wir über eine Korrekturausweitung sprechen können. Und wenn diese Korrekturausweitung tatsächlich kommt, dann können wir uns zur Oberseite hin orientieren und da wäre dann der nächste Anlaufbereich hier mal ganz klar auf alle Fälle die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten. Die haben wir hier drinnen liegen. Da hatten wir auch ein Zwischenhoch und dieses Zwischenhoch bei 10.000 Punkten ist auch ein sehr relevant ist, weil wir haben gesehen, das hat nicht nur einmal hier äh, den Test äh, sozusagen nach oben hin abgehalten, sondern schon zweimal, mehrfach sozusagen und deswegen ist dieser Bereich sehr, sehr wichtig. Das heißt, wichtig jetzt, was passiert hier um die Marke von 10.000 oder beziehungsweise hier von gut 9.100 Zählern, das ist mal wichtig, wartet mal, ich nehme diese mal raus hier, diese Linie, die brauchen wir jetzt nicht, so hier horizontale Eigenschaften, so pumpt das rein und hier auch also wenn das mal fehlt, einfach die Linie anklicken und dann kann man auf in den äh, Vordergrund stellen beziehungsweise damit dann die entsprechenden Linien mit den Zahlen hier versehen. Also wie schon gesagt, wir müssen mal deutlich über die 91 drüber, dann haben wir die Chance der Korrekturausweitung. Aber es ist einfach erst einmal nur eine Korrektur in einem bestehenden Abwärtstrend. Ja, heißt, das muss man immer auf der Uhr haben. Man kann das alles traden. Das sind schöne Trends im Kleinen, auch die wir haben. Bitte aber auf die Verordnung aufpassen. Die Oberseite ist offen, wenn wir hier drüber fliegen. Ansonsten, wie ich schon gesagt die Unterseite zu bespielen. Und beim Thema äh, der Unterseite gehen wir jetzt noch mal ganz kurz. Wartet mal, ich mache mal den Chart kurz drauf. Ich gehe mal äh, hier kurz noch ähm, auf Trading View, damit wir uns den DAX mal im längeren Bereich auch anschauen können. Äh, da müssen wir mittlerweile natürlich ziemlich weit zurückgehen. Und bestimmte Daten sind halt hier im Metatrader aktuell nicht drin. Das heißt... Wir gehen einfach mal hier auf Trading View und gucken uns den DAX mal an an dieser Stelle, wo wir längerfristige Werte sozusagen haben. Hier, dann gucken wir uns mal schön den Monatschart an und dann sehen wir, bis wohin uns die Korrektur nach unten hin, beziehungsweise Korrektur sage ich schon. Der Abwärtsdynamik nach unten hin sehen kann. So, jetzt haben wir hier den DAX mal drinne im Monatschart an dieser Stelle und im Monatschart sehen wir halt äh, an diesem Punkt, kleinen Augenblick, ich muss hier mal schnell das Rechteck rausholen. Schaut mal, dieser Bereich hier, um, was wir hier drüben gehabt haben, um die Marke von, Abala hier. Also das, was wir hier hatten, 8500 Punkte, das war natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bereich, den wir hier ähm, an dieser Stelle auch gehabt haben. Und wenn wir uns diesen Chart jetzt mal anschauen auf der Unterseite, um zu sehen, wo sind denn hier weitere Anlaufpunkte? Hier, schaut euch das unten mal an. Dieser Bereich hier, diese Marke, hier, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Bereich hier. Das ist der alte Ausbruchsbereich auf das auf die historischen Hochs. Der hat natürlich eine Relevanz. Das ist der Drehpunkt, wo wir uns jetzt gerade auch befinden. Also, hier äh, sozusagen nicht wundern, das ist jetzt hier, das sind jetzt keine Realtime-Daten drinnen, sondern ich will einfach hier mal schauen, wo wir Punkte nach unten haben. Und dieser Markbereich hier, wenn diese 8000 Punkte nicht nur angetestet werden, so wie wir das jetzt gesehen haben, sondern nachhaltig nach unten durchschritten werden, dann müssen wir uns zur Unterseite hin orientieren. Und da kommen wir sehr, sehr schnell in tiefere Bereiche rein. Und diese Marken müssen wir einfach irgendwo auch auf der Uhr mit haben. Das heißt, das wäre dann hier unten als nächster Anlaufbereich mal hier die Marke von 5200, beziehungsweise hier unten im kleinen Bereich die Marke von hier, da haben wir es drinnen stehen, von 6000, knapp 100 Punkten. Also da ist verdammt viel Luft nach unten, die man durchaus kriegen kann. Heißt also. Die Sache ist wahrscheinlich noch nicht ausgestanden. Und wenn man mal sieht, wie wir das bei anderen Krisen hier sozusagen gehabt haben, hier äh, die erste, der erste Schub nach unten hier im Jahr 2000, schaut, da gab es auch einen massiven Abwärtsschub. Dann gab es eine Korrektur und dann den zweiten Abwärtsschub. Wir gucken uns hier übrigens den Monatschart an. Ja? Also es ging da in der Korrektur natürlich auch mal ein paar Monate nach oben. Das kann uns jetzt unter Umständen auch bevorstehen. Weiteres hier, schaut euch das Ganze mal an hier. Blicken wir mal kurz zurück in das Jahr 2007, 2008, schaut's, da gab es auch den starken Schub nach unten, dann eine Gegenbewegung, die man ein paar Monate angehalten hat, und dann den nächsten Schub nach unten. Und das ist etwas, das kann uns unter Umständen hier auch entwarten. Deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, was nach unten kommen kann. Kurzfristig ist immer alles anders, aber langfristig haben wir halt die Marke. Und wenn wir das, was wir jetzt hier unten weggerissen haben, um die 8.000 Punkte-Marke, wenn wir das tatsächlich noch einmal rausreißen, dann ist der Weg nach unten halt erst einmal frei Richtung 6.000, 6.100 Punkte. Und das sollte man definitiv hier. Auch mit auf der Uhr haben, mit Blick in den DAX hier das dazu. Jetzt frage ich einfach mal in die Runde rein. Um, welchen Index soll ich denn für euch noch analysieren? Ich würde jetzt zwischendrin mal kurz auf das Öl gehen. Äh, und ansonsten, äh, wenn keine weiteren Indexwünsche drin sind, mache ich mal das Öl noch fertig und danach gehe ich auf den zweiten Teil hier entsprechend ein. Aber ich warte kurz, bis wir hier in eine Rückmeldung kommen. In der Zwischenzeit gucke ich mal auf den Ölmarkt. Und Öl hat ja in letzter Zeit auch ordentlich Bewegung gemacht. Und diese Moves, die wir hier sehen in den Prozenten, oh Mann, das ist echt schon heftig, was hier losgeht. Wir sind im Tief. Ja wenn wir uns das mal kurz anschauen im Tief sind wir hier unten gewesen bei im Low 20,04 ja das Tief hier unten 20,04 das war das Low hier unten also um die 20 Punkt, um die 20 Dollar Marke für ein Festchen Öl das hatten wir schon sehr 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 lange nicht was wir jetzt sehen hier ist eine ganz normale Korrektur ganz klar der alte Ausbruchsbereich hier unten ist jetzt ein Widerstandsbereich sollten wir hier tatsächlich über die Marke über das Hoch hier von gestern auch drüber laufen dann haben wir gute Chancen hier wieder über 28 Dollar drüber zu klettern und die Korrektur im Abwärtstrend ein bisschen was auszudehnen nach oben hin. Wichtige Marke an dieser Stelle. Da muss man aber schauen, wie sich der Tag an dieser Stelle auch gestaltet. Während hier mal die Tageshoch, wenn wir die annehmen, hier beziehungsweise die Verkaufsbereiche, die wir hier oben hatten und da haben wir hier zwei Marker drinne. liegen ungefähr die Marke von 30, 30, beziehungsweise 33, hier oben knappe 70. Das sehen wir auch schön, wenn wir in den untergeordneten Trendverlauf mal reinschauen. Also hier sehen wir es, das ist der Move zur Unterseite hin, hier der letzte Ausbruchsbereich um die 27,50 und wie schon gesagt, hier, das wäre mal der Marker als nächstes, wenn es zur Korrekturausweitung kommt. Hier diese 30, 32, das ist auch ein alter Ausbruchsbereich, wird der über dann könnten wir durchaus hier die 33,60, 33, 70 beziehungsweise hier ins alte Hoch nach oben reinlaufen. Das heißt, hier ziehe ich das auch mal noch runter. Hier das kleine oder Zwischenhoch, was wir hier aus der ersten Gegenbewegung gesehen haben, bei ungefähr 36,30 an dieser Stelle. Das ist das, was wir korrekturmäßig noch auf der Uhr haben zur Oberseite hin, wenn sich das Ganze schön nach oben auch mit fortsetzt im Öl. Ansonsten, wie schon gesagt, solange dieser Abwärtstrend nach unten erhalten bleibt, können wir schön aus der Korrektur nach unten traden. Die Situation, die wir hier im Druck im Öl haben, ist einfach mit der Krise ähm, zwischen oder mit dem, sage ich mal, Streit zwischen äh, Rosenland und den Saudis äh, passieren. Da will nicht wirklich jemand nachgeben. Von der Seite her, das Thema kann sich noch ein bisschen hinziehen. Das Ping-Pong-Spiel. Wir müssen hier nicht zwangsweise tiefere Notierungen sehen. Wir können ja mal kurz schauen, was wir hier im Öl möglicherweise an tieferen Notierungen auch noch mit da haben. Kurzen Augenblick. Da gucken wir uns hier eben mal kurz das WTI an. So, schauen wir mal, ob ich das direkt jetzt finde. Hier. Gucken wir mal WTI Crude Oil. Wenn wir einfach mal schauen, wo wir hier im Low standen, da hatten wir hier im Low hatten wir Kurse unter 20. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier ist natürlich nach unten hin noch einiges da. Ne? Also Kurse von 17 Euro, beziehungsweise hier die Tiefskurse aus dem Jahr 98 um die 10 Euro äh Dollar, nicht Euro-Dollar. Die sind natürlich nach unten weiterhin möglich. Es kann also jetzt hier dazu kommen, dass wir entweder so ein bisschen Ping-Pong-Spiel bekommen zwischen den Tiefs, die wir hier gehabt haben, also hier oben zwischen, ja sag ich mal 36 und 20, dass wir in diesem Feld so ein Ping-Pong-Spiel hin und her bekommen, eine Seitwärtsphase, verschärft sich die Krise dort, allerdings könnte es durchaus auch noch weiter nach unten gehen, wie ich schon gesagt, 17 ist mal der nächste Anlaufpunkt auf der Unterseite, da müssen wir einfach schauen, was kommt, aber das bleibt auf alle Fälle spannend und das gilt es an der Uhr zu halten beziehungsweise auf der Uhr zu haben und sich an den richtigen Stellen dann zum Trading zu positionieren, das versuche ich natürlich hier morgens in den Morning Briefings immer mal mit reinzunehmen. Wenn es mir gelingt, diese richtigen Stellen abzufischen, dann können wir hier gerne darüber sprechen. Hier zum Öl. Und damit machen wir jetzt entsprechend weiter mit dem zweiten Teil der heutigen Runde. Wie beim letzten Mal auch, äh, mache ich hier ein zweites Video von. Es läuft alles ganz normal durch. Das heißt an dieser Stelle. Ähm, Mache ich ganz kurz eine Aufzeichnungsunterbrechung, aber der Stream läuft einfach durch. Ich halte bloß mal ganz kurz hier an dieser Stelle ähm, meinen Mund und dann machen wir direkt gleich weiter hier mit dem Thema News Spezial.